So, ich wollte in diese Richtung gehen. Gucken, dass ich mich hier dran vorbeischleiche. Und dann mal gucke, wie ich weiterkomme. Es wird natürlich dunkel. Aber hey, du kleines Kerlchen, wie geht's dir? Dir geht's gut? Finde ich gut. Ist und mich regt das nur minimal auf, dass ich diese Werkbank nicht finde. Das wird mich nicht loslassen. Das ist es nicht. Das ist die vom Möbel. Es ist. Damit ich heute wenigstens ein bisschen was geschafft bekomme, gehe ich jetzt nach Sepameru. Meine Güte, keine Lust mehr. Und es wird dunkel. Okay. Es wird dunkel und da hängt ein Teddybär. Hey, Teddy. Oh, komm schon. Krieg ich dich? Krieg ich dich? Du tust. Okay. Weißt du was? Ich will's noch gar nicht. Okay, vielleicht will ich's doch testen. Aua! Du tust ganz schön weh, weißt du das? Au, au, au. Wow, 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 wow. Okay, ich hab verstanden. Aua! Ich hab's verstanden, meine Güte! Au! Der Teddy will mich knuddeln! Ich hab's gemerkt, aber ich möchte jetzt gerade den Teddy nicht. Du darfst mich gerne in Ruhe lassen. Ich will hier eigentlich nur durch. Kann ich mich hier irgendwie anders vorbeischleichen? Jetzt ist natürlich dunkel, das heißt, ich sehe nicht wohin. Und die nächste Purge steht auch schon wieder an. Ich bin eben erst zweimal gestorben. Er ist abgezogen. Schön. Er ist abgezogen. Au, 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 au. Wo ich die Palisaden baue. Ich habe die Palisaden noch nicht gelernt. Vielleicht liegt es daran, dass ich die erst lernen muss. Und. Dass ich dann vielleicht. Warum ist es jetzt so dunkel? Ich würde gerne. Warum ist es jetzt so dunkel? Ich würde gerne wissen, wo ich runterfalle. Meine Güte. Was ist das denn? Hier mit den Palisaden, ja, die kenne ich noch nicht, glaube ich. Ja, jetzt kenne ich die. Jetzt kenne ich die Palisaden. Kann ich jetzt noch eine Werkbank zusätzlich bauen? Nein, es ist trotzdem nur Möbel. Vielleicht ist das. Oh hey, ich sehe, wo ich runterfalle. Das ist. Oh. Das ist doch schon mal schön. Dass ich sehe, wo ich runterfalle. Huh?
Oh, guck mal, Eisen. So, hier unten sind auch direkt die Schwefelquellen. Was ganz cool ist eigentlich. Aber... mit denen möchte ich mich eigentlich noch nicht anlegen. Eigentlich noch nicht. Oh, ein Nashornbaby! Hi! Komm mal mit, du. Komm. Komm mal mit, du. Das war auch ein Grund, warum ich in diese Richtung gegangen bin. So. So, ich schlängel mich hier außen dran vorbei. Weil ich noch keine Maske machen kann. Ich geh mal gucken, was ein Sepamero so ist. Was da so los ist. Da kann man, glaube ich, auch hoch. Aber ich glaube, ich warte erst den Sandsturm ab. Ich habe keine Sandsturmmaske. Ich muss mal gucken, ob ich... wo die ganzen Priester sind. Ach ey. Weil dann werde ich mal, ich glaube, ist das Seth mit der Sandklappe. Hör auf zu laggen, bitte, danke. Mit der Sandsturmmaske, die kein Stahl braucht. Ich glaube, es war Seth. So, im Norden zieht der Sandsturm an uns vorbei, das weiß ich schon. Das ist ganz positiv, das ist sehr positiv. Wo bin ich denn überhaupt? Ach, ich bin hier, das ist gut. Die Werk... ach, die ist einfach die Werkbank. Ja, dann, heißt einfach Werkbank. Nur gut. Dann ist das tatsächlich die eine, die ich jetzt... das ist das... Möbel mache oder was? Jetzt, wo bin ich denn überhaupt? Ach, ich bin hier. Ich glaube, ich möchte hier hoch. Okay, ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wo ich hin muss. Ach, da ist das Fluss. Hier ist... da will ich hin. Da muss ich. Hier ist doch irgendwo der Teddy gewesen. Ich laufe einfach mal schnell durch, pack das Nashorn in sein neues Zuhause. Und wir bauen uns die Werkbank. So einfach ist das. Es mit den Werkbänken, das ist etwas, das hat immer Bombi gebaut. Immer. Die standen einfach immer schon. Und ich musste mir da nie einen Kopf drüber machen. Nie. Es hieß ein, bau mal das und das. Die Werkbank steht schon. Gut, was brauche ich denn für die Werkbank? Die da ist es dann, ne? 40 Holz. Alles klar, Winzer. Cool, dass du da warst. Mach's gut. Ich hab schon fast wieder die nächste Perch hier. Kein bisschen Ruhe. Kein bisschen Ruhe. Ja, hier kannst du tatsächlich alles machen. Ha.
Okay, 60 geformtes Holz, das ist eine Challenge. Aber das ist durchaus irgendwie machbar. Nicht sofort, aber dann. Teer habe ich sogar. Teer habe ich sogar ein bisschen was. Was brauche ich? Eisenverstärkung haben wir auch. Und Ziegel haben wir auch. Haha. Wie gut, dass ich nur ein bisschen gefarmt habe letztens. Jetzt warten wir noch. Ach, es sind 300 Teer. Damn. 300 Teer, da muss ich nochmal. Muss ich nochmal nach Rinde gucken gehen. So, aber Schneesturm ist vorbei. 300 Teer, ja. Schneesturm ist vorbei. Ich wollte. Zwirn. Ich wollte. Nee, nicht Zwirn. Pflanzenfasern. Ich wollte dem Nashorn ein paar Pflanzenfasern überlassen, bevor ich jetzt gehe. So, bitteschön. Dann habe ich einen Teddy und ein Nashorn. Es wird nicht nur bei dem einen Teddy bleiben. So, auf nach Silpamero. Ach, da oben steht der Teddy. Dann gehe ich unten lang. Hier ist ja noch ein Weg. Und da ich gerade so weit hier unten bin, fülle ich den Trinkschlauch schnell auf. So. Wunderbärchen. Dann geht's jetzt nach Silpamero. So. Und wir gucken mal, ob wir da nicht, was wir da so finden. Keine Ahnung. Sklaven werden wir uns doch keine kloppen. Das kommt dann später irgendwann. Entschuldigung. Was ist hier eigentlich so cooles, außer Nashörner? Irgendwas, irgendeine Kiste oder so? Nö. Schade. Du hast eine lange Filmnacht gemacht. Das haben Bommi und ich gestern auch gemacht. Wir haben eine sehr lange Filmnacht gemacht. Bis 3:30 morgens. Das war cool. Achso, ja, Bommi und ich. Wir haben gestern eine gemacht, ja. Ist hier Bommi nicht irgendwo seine Base? Die ist doch hier um die Ecke, oder? Da oben. Mal gucken. Wollen wir der Base mal einen Besuch abstatten?
Schicke Base. Ach, da hat schon ein Mitra-Schrein. Was ich mal mache. Einfach weil. Da ist die Base von Bombi. Oh, hi! Da war jemand fleißig.